Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest Monsters. Ja, letztes Mal sind wir mit einer Seerose gefahren und wurden von dem Zyklopen zerquetscht. Und heute will ich hier auf der anderen Seite des Wasserfalls noch gucken, was dort ist. Aber dazu muss ich erstmal warten, dass es jetzt hier auf Winter wechselt. Also es ist kurz davor, auf Winter zu wechseln. Gleich kommt die Winterbrise. Ja, komm. Da hat es gerade gewechselt. So, jetzt fehlt nämlich hier hinter mir der Wasserfall zu und ich kann hier drüber. Und da ist, glaube ich, auch das letzte Vieh, was uns hier fehlt. Eine Flederkuh. Ich mach mal so. Schmacko greift dort an. Gockel greift dort an. Einer hilft ihm. Und einer greift dann hier an. Wir wollen ja mitnehmen. Weil ich mir schon dachte, dass die Flederkühe nichts aushalten. Das habe ich mir wirklich schon gedacht. Und dafür können wir sie natürlich auch dementsprechend leicht anwerben. Je mehr sie aushalten, umso schwerer ist es. So, ich habe dich mal Muletran genannt. Bleibst du mal aber in der Kiste. Dann können wir jetzt noch die letzten Einträge hier aus der Ebene mal durchlesen. Das müsste die Flederkuh, der Komodo und ich glaube, der Dorndrache müsste es dann noch sein. Dorndrache, ein garstiges Gestrüpp voller Dornen, das die Form eines Drachen angenommen hat, wenn sich in seine schrecklichen Klauen versteckt. Für den gibt es keine drin. Und hier auch direkt der Komodo. Flinke kleine Drachen, die gelernt haben, auf ihren hochentwickelten Hinterbeinen zu laufen. Wenn sie voll im Fahrt sind, können sie jedes Rennpferd überholen. Die subtile Kunst des Abbremsens haben sie allerdings noch nicht gemeistert. Und die Flederkuh. Babymonster, die für ihr markantes marmorisiertes Fell bekannt sind. Sie gelten als erwachsen, sobald das Schwarz darin ganz und gar einem hinreißenden Pink gewichen ist. Und damit haben wir alle Viecher hier aus der Ebene dann schon mal fertig. Hier gibt es kein Monster, das wir jetzt nicht kennen. Dann gucken wir noch, was hier auf der anderen Seite auf uns wartet. Ist wahrscheinlich irgendwo eine Kiste. Da ist die Komodo Gang. Oh, da ist ein Symbol auf der Karte. Ein Heilkraut. Hier ist eine Höhle. Wo bin ich jetzt? Hier gibt es keine neuen Gegner. Gehen wir einfach mal durch. Weißt du, wenn ich sage, wir gehen einfach mal durch, dann meine ich das eigentlich auch so. Wir haben ein paar Begabungspunkte zu vergeben. Okay. Jetzt würde ich bitte gerne durchmarschieren. Ich will an diese Kiste da, aber dafür muss ich erst die Maulwurf-Gang vernichten. Eventuell. Nee, ich komme auch so an dem vorbei. So, unser erstes Mal mit Teleportation. Unten am Wasserfall war auch noch so eine leicht wässrige Strecke. Kann ich ja jetzt eventuell drüber. Frage ist nur, ob dort was ist. Ich sehe da ein paar Lebewesen rumrutschen. Aber außer dem Stein hier sehe ich sonst hier nichts. Hier geht's noch runter.
Ach, können wir einmal den ganzen Fluss entlang? Okay, ansonsten ist ja aber, glaube ich, auch sonst nichts, ne? Nee, definitiv. Man könnte auch darüber, über das Eis dann nach oben gelangen, aber ansonsten ist ja halt nichts. Na gut, dann reisen wir in die alttraute Heimat zurück. Ja, was hättest du fast vergessen? Okay, sie landen im Monsterdepot. Du findest das Monsterdepot auf der Koppel. Das Teleportal in der Dorfmitte kann dich dorthin bringen. Ich werde das Teleportal vorbereiten, damit du kommen und gehen kannst, wie es dir gefällt. Das Weitere kann Zacharias dir genauer erklären. Danke. Oh, und da fällt mir noch etwas ein. Komm später in meinen Laden, dann erzähle ich es dir. Monster, mit denen du dich anfreundest, können in dein Depot geschickt werden. Im Depot werden deine Monster untergebracht. Wenn du sie gerade nicht brauchst, schau dort vorbei, um Monster zwischen dem Depot und deiner Haupt- oder Reservegruppe hin und her zu schieben. Da sind wir wieder in der altvertrauten Heimat. Wo ist Teleportal? Nicht im Brunnen wahrscheinlich. Hallo, was machst du denn hier unten? Die Elfen lebten früher in der Nähe eines kleinen Dorfes im Nordwesten. Das ist schon ziemlich lange her. Doch dann kamen die Menschen und vertrieben sie. Es muss eine schreckliche Zeit für die Elfen gewesen sein. Okay. Ich habe hier unten Gold gefunden. Ich glaube, das ist das Teleportal. Ja, ich will zur Koppel. Mir wird schwindelig. Ich frage mich, ob die Koppel eine Obergrenze hat. Naja. Ja, da bist du ja, Shining. Diese Koppel hier ist mein ganzer Stolz. Hier kümmere ich mich um die Monster, mit denen du dich angefreundet hast. Und du kannst hier auch die Monster austauschen, die du mit auf Reisen nimmst. Wenn du ein Monster von der Koppel brauchst, dann sag mir einfach Bescheid. Also dann, frisch ans Werk. Ja, ich will Sunny auf jeden Fall wieder ins Team holen. Okay, man kann sie auch als Favoriten markieren, damit man sie leichter wiederfindet. Die Raupe will ich jetzt nicht bedingt dabei haben. Und die Aubergine, die finde ich jetzt auch nicht so geil. Den Komodo würde ich gerne mitnehmen. Pass gut auf dich auf, Junge. Sind sie jetzt alle geheilt? Sie sind alle geheilt. Gut. Hat Sunny sogar Erfahrung mitgenommen? Er ist doch, glaube ich, recht früh gestorben. Ich gebe dir mal 5 Punkte hier, damit du schon mal ein bisschen Weisheit hast. Das beeinflusst nämlich den Magiewert. Ich kann hier meine Freunde beobachten. So, dann rede ich mal mit ihm hier. Alles klar, Shining? Ich hatte gehofft, dass du vorbeikommen würdest. Flashy hat mir berichtet, dass du als Monsterzähmer wirklich Potenzial hast. Müder Vater, so der Sohn, heißt es ja. Schließlich ist ein alter Herr der Tyrannen Randolfo, Meister der Monster und so weiter. Also, wenn ich mich recht entsinne, wolltest du dich irgendwann an deinem Vater rächen? Bist du immer noch auf Vergeltung aus? Ja. Verstehe, Warte, ich glaube, ich habe eine Idee.
is to enter your first monster mega brawl. Way off to the west of here, there's a big town called Endor. That's where monster wranglers go to test their mettle in the heat of battle. I reckon if you were to make a name for yourself there, your dad might just sit up and take notice. Now, I'm not going to sugarcoat it. The path I'm proposing is a perilous one. Are you ready for this? Yo. Good lad. Now, without further ado, let me make the necessary arrangements. Ta-da! This here's a handy teleportal. It'll take you to Endor in a jiffy. Set your sights on winning the Category G contest for starters. I know you'll do us proud, lad. Ich werde es versuchen. Würde gerne aber auch bei dir was kaufen, wenn ich kann. Wie ich bereits erwähnte, findet in Endor die Monster Mega Liga statt. Indem du an den Turnieren dort teilnimmst, kannst du deine Fortschritte besser einschätzen. Also probier's mal aus. Ich dachte, ich darf hier kaufen. Ach, dafür muss ich am anderen Schalter stehen. How can I help? Hast du auch was zum Wiederbeleben? Scheinbar nicht. Gib mir mal ein Riechsalz mit. Komm again. Gut, du hast was zu erzählen. Hey, Shining, stimmt's, dass du für die Monster-Mega-Liga in Endor trainierst? Das ist total cool. Stell dir nur mal vor, frei wie ein Vogel durch die Welt zu reisen. Das wäre das Allergrößte für mich. Okay, Kolosseum von Endor. Ich habe mir eine Sequenz gerechnet. Oh, dich habe ich hier noch nicht gar nicht gesehen, mein Hübscher. Wenn du bei der Monster-Mega-Liga mitmachen willst, dann komm nur her. Die Monster-Liga ist in 8 Kategorien unterteilt. Neue Schüttigen wie du starten in Kategorie G, auf dem untersten Rang. Du musst einfach nur 3 Gegner besiegen, um weiterzukommen. Deine LP werden nach jedem Kampf aufgefüllt, also brauchst du nicht damit sparen. Hallo und willkommen in den Kolosseum von Endor. In welcher Kategorie möchtet ihr heute antreten? In Kategorie G. Ja, ich will dort antreten. Ich muss dafür zahlen. A new challenger approaches the world of the Monster Mega Brawl. Let's welcome all the way from Rose Hill, the handsome stranger. Facing him is another newcomer, a would-be warrior known for his all-round pleasant demeanor. It's Clancy. Oh, der hat ein richtig cooles Monster. Ich würde sagen, zuerst auf den Calamari. Wieso darf ich denn nichts auswählen? Ich darf denen keine Befehle geben, also kann ich euch auf Kampfautomatik stellen. Na gut, unsere Leute kommen gut zurecht. Ein bisschen fies, dass ich hier keine Befehle geben darf. Sure so.
But who will he face in the second round? It's the Category G heavyweight, ready to put you in a spin, Uncle Trevor! No time to waste. The second bout is about to begin. Let's brawl! Ich denke mal, unser Team schafft das schon. Unser Huhn hat ja auch den Schleimstampfer, womit es die Schleime instant killen kann. Schleimstampfer macht halt mehr Schaden bei Schleimgegnern. Das war fies. Verwirrung ist doof. Genau deswegen. Incredible! The handsome stranger does it again, storming through the second round. Wir haben unsere Monster gut trainiert. Judging by our winner, looks really can kill. But now it's time for the final round. And look who we have here. He'll pulverize you between his mighty wheels of steel, DJ Meat Grinder. Der hat einen interessanten Trupp. Grand Finale. Let's find out who will maul and who will ball. Let the third bout begin. Let's brawl. Okay, ihr schafft das schon. Ich kann zumindest die Taktik angeben. Aber bringt mir gerade sehr wenig. Kommt. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Geht doch erstmal auf die Schwächeren. Oh nee. Nur noch einer. Gewonnen. Sensational! From out of nowhere, the winner of Category G is... The ever enigmatic handsome stranger. Give him a big hand, ladies and gentlemen. Danke, danke. Zu gütig. Nur eine Arznei? Quick break from the monster mega brawl for something ever so slightly special. Ladies and gentlemen, if I could have your attention, you will see a bona fide elf, freshly cooked this morning. Ist das eine Auktion? Yeah. Now here's a funny thing. When this here elf cries, genuine rubies fall from her eyes. How delightful! Go on, make her cry. Seid ihr denn für beschissene Menschen? God, just imagine it. Roll up, roll up. Which lucky punter will be first to snap up one of these highly prized rubies? I'll take one, good sir. Sold to that fine fella. Now, if you please. Hurr! Cry, you scurvy little elf. If I don't see you blubbing, you'll be walking the plank. Ah.
Mistkerle. I say, would you look at that? Ruby tears as I live and breathe. What the? It's shattered at the slightest touch. Now just what are you trying to pull? Calm down, sir. I can assure you this is all completely above board. Give me a second. Oi! Oh, Elf! She's only gone and done a runner! Just wait till I get hold of ye. Shiver my timbers. That scallywag of an elf certainly be quick on her feet. Ho, ho, ho! I see. Ye be hiding there, ye no good scurvy dog. Now, just ye come quietly like a good little elf. Arr. Yoy! Is somebody there? Gotta save me! Oh, help me! Did you do that? Goddesses, creatures, just like us. My name? We creatures of the forest have no need for names. What? From the name of a village. A place where you've been made to feel welcome, you say. I'm so sorry I couldn't save you. Are you hurt? I'm fine. I'm sorry I made you worry. So, what's your name? What an unusual fellow. Ooh, ooh. Listen to this, Your Highness. Who's at the door, I wonder? Salutations! I'm Devlin. Nice to meet you. Hallöchen! And I'm... Well, I'm Rose. Schön, dass es dir gut geht. My master rescued then. I am. You have my deepest gratitude for saving me.
By way of thanks, I've brought you some tasty nuts. And, the thing is... Please, my savior, I beseech you, allow me to remain here by your side. Klar, warum nicht? What? Go away. Ich sagte, bleib ruhig. Your Highness. The more the merrier. We'll have a great slime together, I know it. Oh, please. I'll do all I can to support you, I swear. I know you won't regret it. When those humans snatched me, I thought my life was over. But you saved me, and now I want to repay you. Ruhig. Oh dear. Oh my. I got rather overexcited, didn't I? How embarrassing. What? You're saying no? Do you know how hard it was to find this place? All we had was the name to go on. And all the while, we had to stay out of sight of any humans. We risked our lives! I heard from the villagers that you're looking for a way to lift your curse. That's right, isn't it? Well, there's no one better than an elf to break a curse. I can help you find the cure. I know I can. Did you hear that, Your Highness? Rose says she can find a way to break your curse. Das klingt doch gut. That's right. And that's why you have to let me stay. Please say you will. Ja, bleib ruhig. Hoffen wir es. Rose, what is it? Humans! They almost saw me! What? Humans? This close to the village? That was a narrow escape. Let's hurry back and tell the prince. From you, I won't set one foot outside this room. Still, I couldn't be happier. I truly am blessed to be able to spend my days with you. Don't worry, you won't be lonely. I'm not going anywhere. Thank you. By your side, my prince, forever and ever. War das gerade eben Heiratsantrag?
Und bin ich irgendwie ein kompletter Meisterhandwerker? Oder wie habe ich so einen Turm innerhalb von ein paar Tagen zusammengebastelt? Prinzenpaket, herzhafte Faxenfestmal, Vorsprungset. Ja, es sind halt die ganzen DLC-Sachen, ne? Okay. Kann ich dich hier einfach einkleiden, wenn ich mit dir rede? Hallo. Auf mir macht es einen Riesenspaß, mit Rosi hier zu bleiben. Ich fühle mich rundum wohl. Ich werde die Rolle von Rosis Leibwache übernehmen, während du weg bist. Konzentrier du dich einfach nur darauf, die nächste Kategorie der Megaligen Endor zu gewinnen. Wenn du Mühe dabei haben solltest, den Sieg davon zu tragen, kannst ja in der freien Natur trainieren, um stärker zu werden. Ich habe doch zigtausend Kleidungen gerade bekommen. Kann ich ihn nirgendwo einkleiden? Ich kann Monster mit Zubehör ausrüsten. Was macht denn natürliche Gesundung? Ah, okay, das stellt ein bisschen HP wieder her. Ja, das ist unser Heiler ist. Packe ich bei ihm mal den Ring hier drauf. Er kriegt die Weisheit. Und ich gebe ihm das hier mal, den Kriegerring. Jetzt aber wie gesagt damit gerechnet, dass ich hier sagen kann, hey, zieh mal diese komische Konditorkleidung an, die ich gerade bekommen habe. Na gut, gehen wir noch vor die Tür. Bevor ich hier Feierabend mache. Der Turm ist so riesig, ich kann hier noch bestimmt einige Sachen machen später. Der Turm war vorher aber definitiv nicht da. Hier ist ein Laden. Und eine Herberge. Kann ich mich heilen? Was hast du so ein Angebot? Selbe wie der Typ oben. Hier sind wieder Töpfe zum kaputt machen. Hey Babe. Na, no, wenn das nicht mein Lieblingskunde ist, ich habe die Schlagzeilen verkauft. Folgt Herzchen. Du schlägst ganz schön große Wellen in der Monsterzähler-Branche. Ich freue mich riesig für dich und hier ist dein Tank sogar noch schallender als zuvor. Hast du ein Geheimrezept? Das musst du mir verraten. Na jedenfalls fand ich es angesichts deines kometenhaften Aufstiegs an der Zeit, dass ich ein paar Weichen für dich stelle. Ich kann meine vielen Verbindungen spielen lassen, um dich mit Monsterzähler-VIPs aus anderen Welten in Kontakt zu bringen. Gegen sie an und zeig, was du drauf hast. Und das ist erst der Anfang. Ich kann dir Zugang zu einem ganz explosiven Shopping-Erlebnis verschaffen. Für dich ist nur das Beste gut genug, mein Superstar. Dann wollen wir mal, was darf sein. Bei dir ist das Multiplayer-Menü. Ich guck mal auch mal in den Online-Shop. Okay, ist regelmäßig nachgucken, was sich täglich wechselt. Einfach mal gucken. Hey, Schnucki, ist das dein erster Besuch im Online-Kaufhaus?
Da will ich immer die Basics verklingern. Ich mache mir mein Know-how im Punkt Internet-Shopping zunutze, um alle möglichen tollen Artikel für den Laden zu bestellen. Ich ordere jeden Tag neue Sachen, also schau öfter mal rein. Jetzt weißt du Bescheid, also soll ich was Neues bestellen? Ich will einfach mal gucken. Was gibt's denn hier? Einwandfreie Arznei, 240 LP, Zig-Fan, Schutzring. Okay, man kann bei ihnen offenbar hier richtig geile Sachen kaufen, aber kosten dementsprechend halt auch viel Geld, ne? Wo habe ich das denn mir herbekommen? Das ist eher was fürs Endgame, dieser Reichmacher. Und den Lebensstand ist auch eher was, das ich mir für später aufheb. Na gut, ich würde sagen, ich mache dann doch hier an der Stelle mal Feierabend. Sonst ist der Part zu lang. Ich hoffe, dass euch der Part gefallen hat. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!